Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum ersten Booster-Unboxing hier auf dem Kanal zusammen mit Games Island. Und ja, was soll ich sagen? M15 ist draußen, gefällt mir super die Edition. Und ich hatte ja in den letzten Unboxings das Gespräch angefangen, was findet ihr besser? Das 3x12 Booster-Unboxing oder das 6x6 Booster-Unboxing? Und irgendwie sind die Meinungen immer noch so ein bisschen verschieden. Also manche sagen 3x12 ist viel besser, manche sagen 6x6 ist viel besser. Und je nachdem, wo ihr vielleicht Lust drauf habt oder vielleicht auch beides, habe ich mir einfach gedacht, ich mache mit einem Display ein 3x12 Unboxing, mit einem ein 6x6 Unboxing. So hat jeder das, was er will, und letztendlich Leute, denen das egal ist, können sich einfach beides angucken und können sich so halt extra viele Unboxings anschauen. Und ja, wir fangen einfach mal mit dem 3x12 Unboxing an. Wir haben hier englische Booster als erstes. Und ja, ich sortiere das direkt hier. Das ist ein 12er Paket, noch ein 12er und das letzte 12er. Und da habe ich natürlich gegen die Kamera getrampelt. Tun wir die 12 weg und ja, fangen einfach mal zusammen an. Ich habe ja schon ein bisschen über die Edition geredet im Preview-Video. Im Pre-Release habt ihr ja schon mein Pre-Release-Deck gesehen. Und viele Leute haben schon bezüglich der Fanpost gefragt, welche Karte mir am besten gefallen. Und, als erstes eine Landmine für den Goblin Kabumist. Basic Land. Und, ja, mir gefällt natürlich die Scuttling Doom Engine, die alte, gute Verschrottungsmaschine und das Hornissennest sind tatsächlich beides Rares. Aber für mein nächstes Projekt, falls ihr mir die zukommen lassen wollt, unter den Fanpost-Videos steht ja meine Postfachadresse. Falls ihr mir einen Brief zukommen lassen würdet, würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Ich weiß, es ist ein bisschen mehr, weil es ja kleine Rares sind. Und das sind im Moment meine zwei Lieblingskarten aus der Edition. Und ja, wir fangen an mit einem Resolute Archangel. Für 7 Mana 4/4 fliegend. Wenn er das Spielfeld betritt, unser Lebenspunktestand weniger oder gleich unserem Startlebenspunktestand ist, wird es wieder gleich 20, unserem Starting Total. Ist natürlich auch für Commander benutzbar. Weil man da halt auch mit mehr Leben startet. Deswegen ist die Formulierung, das Wording eigentlich bei dem Engel eigentlich ganz gut gelungen, finde ich. Also ist halt überall einsetzbar. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz nett, würde ich sagen. So, weiter geht's. Miner's Bane. Willforged Golem. Peel from Reality. Die gute Swiftclaw. Der Sate Wayfinder als Reprint. Auch nicht schlecht, wie ich finde. Hier, das ist mit meinem Lieblingsartwork, Shaman of Spring. Das ist doch vielleicht was. Es ist auch eine Common. Falls ihr Shaman of Springs, zufällig wieder eine grüne Karte, eins meiner Lieblingsartworks der Edition, für 4 Mana 2/2, wenn sie das Spielfeld betritt, dürfen eine Karte ziehen. Ist noch nicht die beste Elfenkarte, ist halt ein schlechter Elfisch Visionary. Aber falls ihr die Karte für mich in Foil habt, egal welche Sprache, als Fanpost-Video, fände ich das auch super, super cool. So, weiter geht's erstmal. Endless Obedience, der Meteorit. Und Indalgen Tormentor, dahinter ist noch eine Karte. Also wir haben die erste Foil der Unboxing-Reihe. 5 Mana, 5/3 fliegend, ist der schwarze Pre-Release-Dämon, den ich übrigens sehr, sehr, sehr gut finde. Vielleicht kriegen wir ihn sogar ins Constructed. Ist halt mit 3 Widerstand im Lightning-Strike-Format nicht ganz so geil. Aber zu Beginn unseres Upkeeps dürfen wir eine Extra-Karte ziehen. Es sei denn, unser Gegner opfert eine Kreatur oder bezahlt 3 Leben. Auf jeden Fall ein gutes Teil, wie ich finde. Und, oh, ein Foil-Swamp. Foil-Swamp ist nicht schlecht, aber, ja, geht auch geiler. Voll Hornissennest oder die Voll Doom Engine wäre natürlich viel, viel geiler. Ein guter Treefolk Warrior, den hätte ich gerne am Pre-Release gehabt, weil da habe ich den passenden Treefolk Mann dazu gespielt. Mindsculpt für die Freunde des Mills, 7 Kartenmillen, auch natürlich nie schlecht. Coral Barrier, das gute Pegasus, Inferno Fist, Runeclaw Bear. Das Rhino. Broadfeast Maggot, Act of Impulse, finde ich eigentlich auch eine gute Karte fürs monorote Burn Deck für 3 Mana in der Sorcery. Wir exilen die obersten 3 Karten in unserer Bibliothek und bis zum Ende des Zuges dürfen wir diese Karten spielen. Ist also quasi Card Draw für Rot. Congregate, Reclamation, Sage und der gute Stormtide Leviathan. Der gute Budget Reanimator Leviathan. Für 8 Mana, 8/8 Islandwalk. Alle Länder sind zusätzlich Inseln und Kreaturen ohne Fliegen oder Islandwalk können nicht mehr angreifen. Ist eigentlich ein ganz nettes Teil, finde ich. Kann ich mich nicht drüber beklagen. Der schöne 2/2er Drachentoken, auch nicht schlecht. So, weiter geht's mit der Hydro Search. Da ist der gute Lightning Strike. Race the Alarm, auch eine super Karte fürs Token Deck. Habt ihr vielleicht im Modern Gameplay gesehen, wo ich das BW Tokens Deck gespielt habe. Hunt the Week, super Karte im Limited. Also hier nochmal als Draft-Tipp.
Für 4 Mana Hexerei 1-1 Mark auf eine unserer Kreaturen legen und diese Kreatur fightet dann gegen eine andere Kreatur. Super stark. Necrobite super, Plummet super, Sideboard-Karte im Limited. Also, das ist ein ziemlich starkes Booster, wenn man damit draften würde. Der gute Venom Sliver. Und schön! Die erste Mythic ist Chandra Pyromaster für 4 Mana, 4 Loyalty. Ist ja auch ein Reprint, sollte bekannt sein. Habe ich sehr gerne im Junt gespielt. Ist auch eine super Karte zusammen mit dem Cursor of Krufix, weil man die oberste Karte kennt für die Nuller-Fähigkeit, wo man die oberste Karte ins Exil schickt. Diese Karte dürfen wir dann spielen. Für plus 1 Spieler kriegt einen Schaden, eine seiner Kreaturen, und die Kreatur kann nicht blocken. Und für minus 7 die obersten 10 Karten der Bibliothek exilen. Davon dürfen wir uns einen Instant oder Sorcery raussuchen und diesen Zauber dreimal kopieren. Für Lau. Auf jeden Fall sehr nett, Chandra. Schönes Beast-Token. Ein Wald. Harold's Pilgrim. Weiter geht's. Statue of Denial, Evolving Wilds. So die klassischen Karten. Ah, hier ist nochmal mein Shaman of Spring. Ich finde das Artwork echt cool. Meine Lieblingskarte der Edition. Military Intelligence finde ich auch noch nicht so schlecht. Für 2 Mana immer, wenn man angreift, mit 2 oder mehr Kreaturen darf man eine Karte ziehen. Eigentlich ziemlich gut. Bloodhost. Oh, da ist noch eine Rare hinter, oder eine Foil. Aber es ist ein Guardian Angel. Für 5 Mana, 5, 4, fliegend, Wachsamkeit. Für 2 Mana können wir allen Schaden verhindern, der einer anderen Kreatur zugefügt wird, bei einer Quelle, die wir uns aussuchen dürfen. Für 7 Mana verhindern wir allen Schaden, der einem Spieler zugefügt wird. Ach, super, super geil. Aus einer Quelle natürlich. Und die Foil? Staff of the Flame, Markus. Okay. Ich wäre ja kein Fan der Stäbe. Ich finde die nämlich extremst mies. Werbekarte. Forest. Ja, gute Negate Reprint. Super Sideboard-Karte. Falls wir wieder ein Control-Deck im Standard sehen werden, auch nach der Rotation, haben wir auf jeden Fall schon mal wieder das Negate. Super Karte auf jeden Fall. Unmake the Graves. Der gute Runenclaw-Bär. Ein schöner Ornithopter für 0-0-2 Fliegen Flying. Braucht man einfach fürs Affinity-Deck. Super. Cone of Flame, auch mega gut im Limited, so als Empfehlung. Schießt einen Schaden, dann 2, dann 3. Hammerkarte, auf jeden Fall. Step Wound, auch super Limited-Karte. Und Ingarok's Wake. Ja, die Karte hat mich ja noch nicht so überzeugt. Für 9 Mana, Hexerei. Also zerstört alle Kreaturen, die wir nicht kontrollieren, und alle Planeswalker, die wir nicht kontrollieren. Das ist so, ist ein bisschen teuer. Schöner Spirit-Token. Ein Swamp. Und weiter geht's. Fugitive Wizard. Forge Devil. Also ganz nette Karten. Die Krähe finde ich auch super für schwarze Decks im Limited. Kurt Chieftain. Stuff, der weiße Stuff. Ah, Life's Legacy. Dahinter ist eine Foil. Für 2 Mana Hexerei. Zusätzliche Kosten. Müssen wir eine Kreatur opfern, dann dürfen wir so viele Karten ziehen, wie die geopferte Kreatur stärker hatte. Sehr geil mit dem Phytotitan im Pre-Release. Da habe ich öfters mal 7 Karten gezogen. Sehr geil. Und? Voll Soul of Chandala. Oh, das ist schon sweet. Für 6 Mana, 6-6 Erstschlag. Nein, voll Mystic ist halt immer geil. Für 5 Mana schießt 3 Schaden auf den Spieler und 3 Schaden auf eine Kreatur, die dieser Spieler kontrolliert. Für 5 Mana können wir sie aus dem Friedhof ins Exil schicken, dann schießt sie 3 Schaden auf eine Kreatur und 3 Schaden auf bis zu einer Kreatur, die dieser Spieler kontrolliert. Das ist natürlich schmackhaft, die Soul in Foil. Ah, das ist schon mal ein schöner Start. Chandra, Soul of Chandala, scheint ein sehr starkes rotes Display zu sein. Ist ja relativ Zufall, je nachdem wie die zusammengestellt sind. Besonders wenn da mal eine Foil dabei ist und eine Foil Soul, ist schon mal ganz nett. Okay, weiter geht's. Living Totem, Crippling Blight. Das ist auch ein super Remazuri im Limited. Schön mit Exile-Effekt. Tormod's Crypt und... oh je. Ajani Steadfast für 4 Mana, 4 Loyalty. Plus 1, until end of turn. Kriegt bis zu eine Kreatur. Plus 1, plus 1. First Strike, Vigilance und Lifelink. Super stark. Minus 2, lege eine plus 1 Marke auf jede Kreatur, die man kontrolliert. Und eine Loyalty-Marke auf jeden anderen Planeswalker, den wir kontrollieren. Auch super. Minus 7, wir kriegen ein Emblem. Immer wenn uns eine Quelle Schaden zufügen würde oder einem unserer Planeswalker, wird alles bis auf einen Schaden verhindert. Super stark. Super stark. Mal sehen, wie gut er denn auch im Standard sein wird. Also ich finde ihn tendenziell nicht schlecht, muss ich sagen. Frostlings, auch eine super Limited-Karte.
Lightning Strike, da ist er wieder, der gute Lightning Strike. Sinnenblatt, Siege Worm, Mind Rot, Plummet, Plummet auch super. Illusionary Angel, der Staff und nochmal der Resolute Archangel. Den kennen wir ja schon, da muss ich glaube ich nichts mehr zu sagen. Die erste Rare, die doppelt ist. Noch keine Karten, die ich haben will fürs Standard, sind definitiv... ich hätte gerne noch einen Phyrexian Revoker. Die sieht man so selten irgendwie. Und den guten Artifact-Convoke-Typen, der in Blau ist, auch nur eine Rare. Finde ich auch super. Mache ich aber natürlich auch nicht auf. Elvish Mystic Reprint, auch gute Karte. Verdant Haven. Diffusion Sliver. Overwhelm. Der gute Gargoyle und... eine Battlefield Forge. Ja, die Painlander haben ja einen Reprint gekriegt. Die werden fürs Standard definitiv interessant werden. Painlander, weil sobald man sie für farbiges Mana tappt, schießen sie einem einen Schaden. Gute Karten. Super Länder. Auf jeden Fall. Kann man nichts gegen einwenden, wenn man sowas im Booster aufmacht. Länder kennt ihr ja. Wenn ich sag ja schon immer, wenn man Multicolor Länder oder so Dual Länder aufmacht, das geht halt immer. Sowas in Foil wäre auch mal schmackig. So ein schönes, foiliges Painland. Der Murklurker fand ich auch ziemlich gut im Limited, muss ich sagen. Krustic Tar und der Burning Anger. 5 Mana eine Aura, die verzaubert Kreatur kriegt die Fähigkeit Tap, schießt so viel Schaden, wie sie stärker hat, auf eine Kreatur oder einen Spieler ist. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Also jetzt aus Limited Sicht. Constructed auf gar keinen Fall. Soldier Token. Und ein Swamp. So, das letzte Booster für das erste Video der 3x12-Reihe. Wir werden ja diesmal ein bisschen mehr sehen. Der Pathmage. Sinnenblatt finde ich auch super stark. 2 Karten ziehen, man verliert 2 Leben. Kann man aber auch auf den Gegner machen, um ihn quasi dass er 2 Leben verliert. Ein bisschen Kartenvorteil erzeugen kann man mit... ah, da ist er. Alles egal. Phyrexian Revoker für 2 Mana, 2-1. Wenn er das Spielfeld betritt, dürfen wir eine Nicht-Landkarte sagen, die aktivierten Fähigkeiten von Quellen mit dem genannten Namen können nicht mehr aktiviert werden. Zum Beispiel Planeswalker. Finde ich cool, das Teil. Habe ich im Destin Texas immer gespielt, beziehungsweise im Hate Bears Deck im Modern mal. Also ist auf jeden Fall cool. Und dahinter ist noch eine Foil. Ein Illusionary Angel. Nett, aber nicht das, was ich unbedingt haben wollte. Naja, also ich finde, das ist ein super starker Start. Foil Soul of Chandala. Ajani plus Chandra, ein Painland und ein Revoker ist auch nicht verkehrt. Super Start in die Unboxing-Reihe. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr freut euch auf die nächsten Videos. Und wie immer wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.